Nach der Frauensprecherin der ÖVP kommt nun die Frauensprecherin der Freiheitlichen, Rosa Ecker. Die Zwischenrufe schon am Frauentag vielleicht nur von Frauen gemacht werden, dann wäre vielleicht diese Sitzung vielleicht in einer anderen Atmosphäre abzuhalten. Vielleicht wäre das ein Entwurf. Zugemäß der Abgeordnete Ecker. Rosa Ecker, wie gesagt, 25 Redner sind heute auf der Liste, davon vier Männer, davon war einer der Bundeskanzler. Geschätzte Damen und Herren, der Fasching ist schon einige Tage vorbei, aber eine Maske ist heute definitiv gefallen. Die Maske des Herrn Bundeskanzler, wie wichtigen Frauen und Familienpolitik für ihn ist, unfassbar. Aber eigentlich wollte ich ja die Frauenministerin, die Familienministerin fragen, sprechen Sie die Sprache der Frauen in Österreich? Seit 2020 ist das Leben in Österreich massiv durch die Corona-Krise beeinträchtigt und es geht so weiter. Frauen in Österreich leisten Großartiges jeden Tag während dieses Wahnsinns noch mehr als sonst. Und Österreich kann stolz sein auf seine Frauen. Und im Gegenzug dazu sind die Wortmeldungen des Herrn Bundeskanzlers zum Fremdschämen. Und auch die Frau Minister lobt ihre noch nie dagewesene Frauenförderung, der Herr Bundeskanzler, das Rekordbudget. Ja, aber wissen Sie beide nicht, dass es eine noch nie dagewesene Krise ist und dass die arbeitslosen Frauen jetzt damit klarkommen müssen? Und es wird auch nur zur Symptombekämpfung reichen. Es braucht Impulse, es braucht eine Richtungsänderung. Und es braucht zusätzliche Förderungen, noch viel mehr als jetzt auf dem Papier stehen, zum Erwerb von digitalen Fähigkeiten, für IT-Kenntnisse, für das Umsatteln in einen Pflegeberuf. Und dazu brauchen wir eine berufliche Absicherung, dass die Qualifikation über längere Zeit möglich ist und man nicht sozial im Regen steht. Und Frauen brauchen krisensichere und ordentlich bezahlte Jobs. Frau Minister, wenn Sie die Sprache der Frauen sprechen, dann sorgen Sie für diese Chancengleichheit. Und Corona ist verquickt mit vielen Bereichen, die schon vorher für Frauen mehr betroffen hat. Wir haben den drittgrößten Gender Pay Gap, nur Lettland und Estland schafft es noch mehr, dass Frauen und Männer so eine Schere haben im Lohn. Das heißt, Frauen verdienen, wenn sie Vollzeit beschäftigt sind, noch einmal durchschnittlich um ein Fünftel weniger als Männer. Und jede dritte Frau verdient nicht genug, um selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können. Und das ist traurig. Und jetzt zum Weltfrauentag schlagen Sie die Medien auf. Lauter gut gemeinte Ratschläge für finanzielle Vorsorge für die Frauen in dieser Krise eigentlich eine Verhöhnung. Denn Zusatzpension, ja super. Nur, womit sollen die Frauen das bitte einzahlen? Friseurinnen, Kellnerinnen, Kosmetikerinnen, alle niedriges Gehalt mit Aufbesserung durch Trinkgeld, jetzt Arbeitslosengeld ohne Berücksichtigung des Trinkgelds. Fragen Sie mal eine Alleinerzieherin, das geht sich nicht aus. Und allein aufgrund der Schließung der Gastronomie und der Hotellerie, und da sind Sie ja nicht ganz unbeteiligt, sind derzeit 40.000 Frauen ohne Beschäftigung. Frau Minister, wenn Sie die Sprache der Frauen sprechen, dann sorgen Sie für eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Weniger Gehalt, Halbtags- oder Teilzeit, weniger Pension, weil Pflege und Erziehung, massive Pensionsverluste. Durchschnittlich 40% weniger als Männer, also so rund um die 1.000 Euro. Jede vierte alleinstehende Pensionistin kann von ihrer Pension nicht leben. Und es ist beschämend, dass es für verheiratete Frauen keine eigene Mindestpension gibt. Frau Minister, wenn Sie die Sprache der Frauen sprechen, dann sorgen Sie für ausreichende Frauenpensionen. Wer Kinder hat, und wir wissen, es gibt da noch Aufholbedarf, der weiß, was Familien alles leisten. Und auch hier großteils die Mütter. Heimunterricht, Internetprobleme, der Drucker spinnt. Einzuscannen, Tierspielzeug für Werkunterricht basteln, eine Roulade für den Kochunterricht backen. Für viele Frauen der tägliche Wahnsinn. Und Homeoffice, abends, frühmorgens oder auch nachts. Frau Minister, wenn Sie die Sprache der Frauen sprechen, dann sorgen Sie für normalen Schulbetrieb. Prozent der Pflege wird zu Hause geleistet. Los. Zum Nulltarif ohne Gehaltszettel. Pflegereform bitte warten
Und beim Corona-Impfprogramm hat man auch auf die vergessen, die zu Hause pflegen. Frau Minister, sorgen Sie für bessere Rahmenbedingungen in der Pflege. Wir wollen nicht den Kampf der Geschlechter, wir wollen nicht Frauen gegen Männer ausspielen. Und jeder Mann, der diese Benachteiligung, die ich jetzt angeführt habe, kennt, der würde auch von Verbesserungen profitieren. Aber es betrifft eben mehr Frauen. Und es ist klar, Frauen sorgen, dass Familie in diesen Zeiten funktioniert. Und wenn Familie funktioniert, funktioniert unsere Gesellschaft. Und das ist das größte Anliegen von uns allen. Darum bringe ich auch folgenden Entschließungsantrag ein, der Abgeordneten Rosa Ecke, Edith Mühlberg-Huber betreffend mehrmalige Unterstützung aus dem Corona-Familienhärtefonds. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration, wird aufgefordert, die Leistungen aus dem Familienhärtefonds insofern zu erweitern, dass auch jene Familien, die bereits im Jahr 2020 eine Unterstützungszahlung aus dem Familienhärtefonds erhalten haben, im Jahr 2021 um eine weitere Unterstützungszahlung ansuchen können. Und Frau Minister, geben Sie den Frauen wieder Mut, Zuversicht und Hoffnung. Frauen wollen die anstehenden Familienfeste, nachdem sie voriges Jahr schon ausgefallen sind, jetzt endlich wieder mit ihren Familien feiern, ohne Einschränkung. Frau Minister, sprechen Sie die Sprache der Frauen und sorgen Sie für ein Ende der Corona-Einschränkungen und wundern Sie sich nicht darüber, dass es auch Frauen und Mütter gibt, die friedlich mit den anderen gegen ihre Politik demonstrieren. Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht somit zur Verhandlung. Ich hätte nur eine Bitte, dass man die Namen, die man wirklich schwer entziffern kann, von den Clubsekretären mit einem Buchstaben ergänzt, dass man weiß, wer es ist. Dankeschön.